Siebte Ausgabe der NBA Odds-Pedia-Tipps. Wir starten heute mit New York Knicks gegen die Milwaukee Bucks und haben dann noch einige weitere Spiele in der Nacht. Schauen auf die Tabelle. Ganz kurzer Blick aufs derzeitige MVP-Ranking und dann sehen wir uns gleich weiter. Odds-Pedia, the Sports Betting Community. Vorher möchte ich noch ganz kurz auf euch auf die letzte Woche schauen. Die war nämlich nicht so erfolgreich. Das erste Mal sind wir mit Minus rausgegangen. Drei Tipps nur, der Over-Tipp bei Cavs vs. Jazz war richtig. Die Wizards und vor allem die Pelicans haben uns dann aber im Stich gelassen. Hilft nichts, wir machen einfach jetzt diesen Sonntag wieder weiter und schauen mal, was geht. Bevor ich hier auf die Knicks und die Bucks vor allem eingehen werde, Blick auf die aktuellen Stats-Leader. Es gab ja jetzt letzte Woche das erste MVP-Ranking, wo 100 Leute, Journalisten und was weiß ich, gewählt haben, wer denn gerade vorne ist. Steph Curry mit großem Abstand und ich glaube, wenn wir auf den Record gleich schauen, dann werden wir auch sehen, warum. Er hat gerade mit den Nets das beste Team und Suns und ist vor allem unerwartet so weit oben und spielt eine grandiose Saison. Auf jeden Fall ansonsten noch Kevin Durant oft gewählt worden oder ist zumindest in den Top 4, genauso wie Giannis Antetokounmpo und auch Nikola Jokic, den wir hier gleich zweimal in den Top 5 vertreten sehen. Punkte 26,5 und 13,5 Rebounds noch dazu. Der Joker spielt eine Wahnsinnssaison. Reicht leider mit angeschlagenen Denver Nuggets nicht wirklich für irgendwas in diesem Jahr. Naja, auch ansonsten viele bekannte Gesichter. Durant, Antetokounmpo, Curry und auch noch Trae Young bildet die Top 5 ab. In der Tabelle, wie sieht es da aus? Die Brooklyn Nets führen weiterhin, haben, ja, wenn wir hier sehen, hier die aktuellen Streaks, da gibt es kein Team, was großartig gerade einen Lauf hat, eher einen negativen Lauf, haben die Detroit Pistons und die haben es ausgerechnet heute Nacht gegen eben das beste Team zu tun, die Brooklyn Nets. Auf Platz 2 mittlerweile die Bucks zusammen mit den Bulls, beide mit 17 Siegen, 10 Niederlagen, Heat auf der 4 und dann die Cavaliers, das Ost-Überraschungsteam für mich, spielen nämlich nicht nur gut, sondern auch vor allem attraktiv und haben auch interessante junge Spieler. Joel Embiid ist wieder zurück, dementsprechend geht es den 76ers wieder besser. Und dann haben wir Wizards, Hornets, Hawks, Celtics, eigentlich gute Teams. Raptors, Knicks nur auf Platz 12 bzw. 11 mit dem gleichen Sieganzahl wie Toronto. Und ja, Orlando und Detroit bilden das Schlusslicht im Westen. Die Suns führen, haben ja im Topspiel gegen die Warriors einen Sieg und eine Niederlage geholt. Derzeit dürfen sie ohne Devin Booker. Das tut natürlich etwas weh. Nichtsdestotrotz mit 21-4, mit 84% Siegquote deutlich auf Position 1. Und genauso eigentlich wie die Warriors. Und danach ist ein bisschen kleiner Abstand. Interessant hier, wenn ihr mal schaut, Osten und Westen. Wir haben im Westen nur 2, 4, 5 Teams mit einer positiven Point Punktedifferenz zu den anderen Teams und im Osten haben wir nur 2, 4, 6 mit einer negativen. Also da macht der Osten eigentlich mehr Punkte im Schnitt als der Westen, zumindest wenn es um die Siegabstände geht. Was haben wir hier unten? Die Pelicans und die Rockets ganz unten. Rockets ja mit 7 Siegen in Folge, mittlerweile sind es wieder 2 Niederlagen. Ganz trotzdem noch mit 8 Siegen insgesamt genauso schlecht wie die Thunder. Und eben die Pelicans, Spurs auch relativ enttäuschend. Und sonst schauen wir mal, das ein oder andere Team von hier spielt ja gleich. Ja, wir fangen an mit den New York Knicks gegen die Milwaukee Bucks. Auch hier schauen wir nochmal ganz kurz auf den Osten. Die New York Knicks mit 12 Siegen, 14 Niederlagen. Echt enttäuschend, nachdem sie ja eigentlich ganz gut gestartet sind und aus der Vorsaison da standhalten konnten oder den gleichen guten Trend hatten, läuft es nicht mehr. Wir sehen es auch bei den letzten Niederlagen. Die waren dann teils schon deutlich gegen, ich will jetzt nicht sagen schwache Raptors, aber gegen Raptors, die sie unbedingt besiegen sollten, müssten verloren. Hohe Niederlage gegen die Pacers, genauso wie gegen die Nuggets und es war zwar relativ knapp gegen die Bulls und ein Sieg gegen die Spurs, aber die allein letzten 5 Spiele zeigen schon, es läuft nicht und seit Ende November ist ja auch Kemba Walker nicht mehr im Team. Einer meiner Lieblings-Point Guards, den fand ich eigentlich immer ganz geil bei Charlotte, hat nicht ganz so gut gefluppt bei den Celtics, wobei ich ihn da auch immer sehr, sehr positiv zumindest auf dem Feld fand, aber gab halt viele Verletzungen und so richtig haben die Celtics ihn anscheinend nicht gemocht, sonst hätten sie ja auch nicht
dann abgegeben. Auf jeden Fall, Kemba Walker spielt nicht mehr bei New York. Er sitzt auf der Bank, also er ist in der Rotation nicht mehr drin. Bin mal gespannt nach den derzeitigen Trends, ob er nochmal zurückkommen wird. Hingegen die Bucks, da haben wir gesehen, die haben ja einen langsamen Start gehabt, jetzt aber wieder im Rhythmus drin, Tabellenzweiter. Und ich denke auch, dass sie irgend sowas zwischen 1, 2 und 3 am Ende der Saison easy sein dürften. Bis auf, ja, gegen Rockets muss man gewinnen, klar, gegen Heat kann man verlieren. Gegen die Cavs, die sind besser als der Name der letzten Jahre. Also läuft eigentlich ganz rund. Schauen wir mal auf die Quoten. Wir haben die Knicks als Underdog mit einer Quote von 2,6 und einem Asian Handicap plus 4. Das Over-Under liegt bei 215 Punkten ungefähr. Also es ist ein gefährliches Spiel für Over-Under, weil normalerweise würde ich sagen, schaffen diese Teams locker zusammen 215. Aber das Spiel beginnt in den USA bereits um die Mittagszeit, also um 12 Uhr rum. Das ist, finde ich, glaube ich, das erste, oder was heißt finde ich? Ich glaube, das ist das erste Spiel jetzt, was sonntags mal so früh gewesen ist. Sonst haben wir die letzten Wochen eigentlich immer erst um 21.30 Uhr angefangen. Und sowas kann auf den Rhythmus beider Teams gehen. Und von daher ist es eine sehr, sehr gefährliche Ausgangssituation für viele Punkte. Also da würde ich dann sogar eher auf ein Under gehen, beziehungsweise wenn so zwei potente Offensivteams gegeneinander spielen, in dem Fall eher abraten, darauf zu setzen. Bei den Asian Handicaps würde ich hier eher auf New York gehen, weil das Team ist ja eigentlich gut und definitiv besser als der derzeitige Tabellenstand. Ich bin gespannt, wann die wieder in den Rhythmus kommen oder ob überhaupt. Ich meine, sie haben, ja, gut, Kemba Walker spielt nicht mehr, aber auch Evan Fournier dann noch dazu geholt. Das sind eigentlich alles Spieler, die das Team verstärken sollten. Nur ist es das gerade nicht. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Keine Wette hier. Siegwette würde ich auf Milwaukee spielen, das Handicap aber plus 4 auf die Knicks. Und dann schauen wir mal, ob wir beim nächsten Spiel eine leichtere Meinung haben. Wir haben Detroit, die haben 11 Niederlagen in Folge, was wir gerade gesehen haben. Wir haben die Brooklyn Nets, die auf James Harden verzichten müssen, der interessanterweise Top-Rebounder und Top-Assistgeber bei Brooklyn ist. Und währenddessen aber auch Detroit auf seinen Topscorer verzichten muss, auf Jeremy Grant. Der macht ja auch seine 20 Punkte pro Spiel. Ich glaube, die 1,27 ist eine faire Quote. Over-Under 211 würde ich wahrscheinlich eher auf ein Under gehen. Eben dadurch, dass Harden, dass Grant fehlen und dass Detroit eh nicht gut punkten kann. Wo haben wir denn die letzten Spiele? Ah, hier, alles rot. Wir sehen schon, Detroit tut sich relativ schwer, viele Punkte zu machen. Wenn wir jetzt mal das Spiel gegen die Pistons, gegen die Wizards außen vor nehmen, 93 nur gegen die Pelicans, 103 gegen die Thunder, 103 gegen die Suns und 92 gegen Portland. Und ja, auf der anderen Seite kann Brooklyn seine Gegner schon recht gut bei wenig Punkten halten. Also hier würde ich definitiv auf das Under gehen und die Quoten Handicap schauen wir mal ganz kurz an. Minus 8, minus 9 auf Brooklyn würde ich hier in dem Fall nicht spielen, weil es Auswärtsspiel ist ohne Harden. Also hier Under 200, was war es jetzt? Minus 200, unter 212 Punkte finde ich doch eine relativ spannende Wette. Gar nicht so richtig spannend finde ich Dallas. Jetzt müssen wir wahrscheinlich auf Doncic verzichten. 4 der letzten 5 Spiele tatsächlich verloren und da sind schon Niederlagen gegen nicht so gute Teams dabei. Also Indiana kannst du ja dieses Jahr bisher auch an der Pfeife rauchen. Memphis mit teils verletzten Spieler. Morant hier zwar gewonnen, aber im Spiel davor verloren. Und für eine Dallas-Mannschaft auch katastrophal. 91 Punkte, 90 Punkte, 99 Punkte, 104, 93. Also das ist wirklich enttäuschend. Und auf der anderen Seite, die Oklahoma City Thunder haben einfach kein gutes Team. Da kannst du eigentlich sagen, dass die bei jedem Spiel so eine Art Maximum schon fast rausholen. Ich finde Dallas einfach wirklich unattraktiv anzuschauen. Also die Spiele machen keinen Spaß. Ich hoffe, dass
sie da irgendwie noch eine Lösung finden. Also wenn du die Offensivauftritte der Dallas Mavs nimmst, dann musst du jetzt eigentlich fast schon auf eine Gegenbewegung hoffen und hier auf so ein 130 zu 110 spekulieren. Da würde ich echt sogar von der Line weggehen. Oklahoma kann keine Defense, Dallas ist auch kein Defense-Team. Wenn wir mal hier schauen, Dreierquote bei über 220 Punkte, 2,5er bei 215. Das ist so für mich eigentlich die faire Linie. Deshalb würde ich hier, auch wenn wir gerade gesehen haben, wie schwach Dallas in den letzten Spielen gewesen ist in der Offensive, wirklich hier auf ein Breakout aus dem Shooting Slump sozusagen spekulieren. Und wenn eins Oklahoma nicht kann, dann ist es richtig gut Basketball spielen und so richtig verteidigen ist ja auch nicht. Wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit, genau vor 9 Tagen gesehen, 152 Punkte haben die Memphis Grizzlies gemacht. Das war der höchste NBA-Sieg mit der höchsten Differenz, 152 zu 79. Wahnsinn. Also, dann schauen wir mal, ob wir hier in Asian Handicap noch was sehen. Plus 5. Hier Hände weg, auch lieber auf das Overgehen. Dallas ist da mir zu unkonstant. Eine Konstante war lange Zeit San Antonio, die erfolgreichste amerikanische Franchise über alle US-Sportarten zusammengefasst. Sind sie mittlerweile nicht mehr, aber sie waren ja wirklich da 20 Jahre irgendwie in Folge in den Playoffs immer einen positiven Rekord gehabt, mehrmals Meister geworden. Und auch, aber seitdem Kawhi Leonard abgegeben worden ist, gehen es da halt auch nicht mehr unbedingt nach oben. Pelicans müssen länger jetzt auch noch auf Zion Williamson verzichten. Der hat sich im Training der Belastung des Fußes, kam nicht ganz so gut. Also da schonen sie ihn jetzt auch und wer weiß, wann der wieder zurückkommt. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt, weil ich glaube, New Orleans hat eh kein Team, auch mit Williamson, auf das sie stolz sein können. Vielleicht holen sie sich da noch einen guten Rookie und würden somit ihre Loschancen erhöhen, wenn sie ja einen schlechten Rekord haben. Von den Spurs insgesamt enttäuscht bin ich trotzdem. Habe mir immer gewünscht, eigentlich, dass Popovic mit einer erfolgreichen Saison seine Trainerkarriere in der NBA beendet. Danach sieht es dieses Jahr auf jeden Fall nicht aus, falls er dann nächstes Jahr nicht mehr wiederkommt. Über, unter, auch hier schauen wir, 220 Punkte, das interessiert uns nicht. Und Spurs minus 3 finde ich hier als Heimmannschaft schon attraktiv. Pelicans letzte Woche sehr enttäuschend bei der meiner Wette-Empfehlung und Wette gegen die Rockets versagt. Deshalb sollten die bitte wieder versagen. Ich finde die Spurs einfach dann doch das homogenere Team. Und es gibt schon eine Marschroute, die man eigentlich befolgen sollte. Wir schauen hier nochmal auf die Tabelle. Man sollte eigentlich nicht auf Teams wetten, die hier unten sind und dann auch noch gegeneinander spielen. Die sind ja aus irgendeinem Grund so weit unten. Aber wir nehmen jetzt einfach mal die Spurs-Wette, die 1,75 auf San Antonio mit. Haben immerhin 5 der letzten 10 Spiele gewonnen, während die Pelicans ja doch sogar das Gleiche erreicht haben. Aber ja, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, eigentlich sollte man die Hände von diesem Spiel lassen. Beides Müllteams dieses Jahr. Bei Portland gegen Minnesota fehlen die 2 Point Guards. D'Angelo Russell auf Seiten der Timberwolves, aber viel wichtiger auf Seiten der Portland Trailblazers fällt Dame Lillard aus. Und wir sehen hier ganz viel Rot, nachdem ich schon so ein bisschen gedacht habe, gerade bei den Timberwolves würde es bergauf gehen, strafen die mich lügen und 5 der letzten 5 Spiele verloren. Die Gegner allesamt gute Teams mit positivem Rekord, aber auf der anderen Seite die Trailblazers auch gegen Teams mit positiven Rekords verloren, außer halt gegen die Spurs. Und ein Sieg gegen die Pistons heißt gar nichts. Auch nicht wirklich viele Punkte erzielt. Eine richtig heftige Niederlage gegen die Celtics. Da hat sie auch Chauncey Billups, der neue Trainer, auch wirklich öffentlich kritisiert, seine Truppe. Aber so richtig ist es nichts mit diesem Jahr. Ab 15. Dezember dürfen ja Leute
oder Spieler, die einen neuen Vertrag unterschrieben haben, der Offseason, wieder getradet werden. Und es gibt viele Spekulationen, auch im Kader der Trailblazers, ob sich da was tut, ob sie da irgendwie aktiv werden, ob sie irgendwie einen Simmons versuchen zu holen, über einen Three-Team-Trade oder so, um auch Lillard ein bisschen wieder zu beruhigen. Der kann ja nämlich nicht glücklich sein, denn der will eigentlich Meister werden, aber dieses Jahr, wird er selber wissen, geht gar nichts, und ohne ihn würde ich ja auch nicht auf Portland setzen. Aber wenn wir auch gerade gesagt haben, man sollte nicht auf Teams setzen, die da unten sind, dann braucht man hier, glaube ich, nicht jetzt großartig irgendwas Positives finden bei den Timberwolves, die einen guten Lauf hatten zwischendurch, bei denen Anthony Edwards wirklich viel Spaß macht, aber ist mir zu heikel. Dann sind wir beim nächsten David gegen Goliath Spiel, die Lakers gegen die Magic. Die Magic, die letzten 4 Spiele verloren und jetzt auch noch ein Back-to-Back. Sie haben ja gestern schon in LA gespielt, und zwar gegen die Los Angeles Clippers. Um 21.30 Uhr deutscher Zeit, habe ich ein bisschen angeschaut sogar. Ich hoffe, ihr auch. Und wen ich ganz cool fand, waren die Wagner-Brüder, unsere 2 Deutschen, Moritz, der schon ein bisschen länger dabei ist, und der Nummer 1 Pick der Magic letztes Jahr, Franz Wagner, der, ja, fällt mir, scheint der bessere der Wagner zu sein, wobei beide ja echt gut sind und offensichtlich NBA-Spieler, macht in der derzeitigen Saison bisher 14 Punkte, 4 Rebounds, 3 Assists, also auch statistisch sehr gut, aber dieses Team ist natürlich kompletter Scheiß, also egal, ob jetzt die Lakers mit Anthony Davis und LeBron James, die beide Day-to-Day sind, spielen oder nicht, bei denen Frank Vogel angezählt wird. Dieses Spiel sollten sie gewinnen, auch wegen dem Back-to-Back. Wenn ich aber hier auf Asian Handicap gehe, dann eher auf Orlando, weil plus 11 ist schon eine sehr hohe Marge, und auch wenn das Back-to-Back wehtut, das ist ein sehr junges Team, die sollten das aushalten. Die haben nur sehr knapp gegen die Clippers verloren. Und das könnte doch auch so ein bisschen mehr Motivation sein, heute aufzustehen, rauszugehen und die Lakers ein bisschen zu ärgern. Deshalb Magic plus 11. Dann sind wir durch. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Sonntag. Genießt die Zeit, genießt noch die letzten Stunden im Wochenende. Und dann sehen wir uns spätestens nächsten Sonntag hoffentlich wieder. Und oder bei der Fußball-Bundesliga. Bis dahin. Oddspedia, the sports betting community.